Biogas gilt als klimaneutral, zumindest theoretisch. Anders als beim Verbrennen von fossilem Erdgas setzt Biogas nur die Menge klimaschädlichen Kohlendioxids frei, die die verfütterten Pflanzen zuvor der Luft entnommen haben. Die Kritik an Biogas konzentriert sich aber auch auf den Stoff, der viele deutsche Anlagen antreibt: Mais. Anders sieht es jedoch auf dem Hof von Sven Klingemann aus. Was ist bei deiner Biogasanlage anders und was macht sie so nachhaltig? Wir betreiben hier einen Milchviehbetrieb mit ungefähr 500 Tieren, wovon ungefähr 300 Kühe sind und der Rest weibliche Nachzucht. Und die ganzen Abfälle, die hier entstehen, also der ganze Dunk und der ganze Mist, der gelangt hier im Hintergrund in unsere Biogasanlage, womit wir ungefähr 200 Haushalte mit Strom versorgen können. Also wir bauen zusätzlich keinerlei Pflanzen oder irgendwas an. Es kommen nur die Abfälle aus unserer Milchviehproduktion hier in die Anlage, um Strom zu erzeugen. Dazu habe Biogas gegenüber Strom aus Wind und Sonne den Vorteil, leicht speicherbar und flexibel einsetzbar zu sein. Umweltschützer und Landwirte sind sich einig. Biogasanlagen, betrieben aus den Resten der Landwirtschaft wie Gülle und Stroh, bieten gute Alternativen in der Energiegewinnung.